Wütende Proteste aus dem Starkener Fanblock, als nach 93 Minuten Schiedsrichter Felix Lang das Oberliga-Duell gegen Tennis Borussia abpfeift. Jeffrey, es gab kurz vor dem Ende noch eine heikle Szene im Strafraum, da forderten die Zuschauer Elfmeter. Handelfmeter, hast du das gesehen? Hatte ich ja gerade gesagt. Es war eine Situation, die vom Gefühl her auch Hand war. Aber wenn ein Spieler auf der Linie steht und rettet bei so einem Schuss von so einer kurzen Distanz, ist meiner Meinung nach die normale Reaktion in der Regel immer, dass man mit der Hand hingeht. Wenn die Situation weiter weg ist, dann kann man auch, bleibt man ja stehen, aber von so einer nahen Distanz ist normal, ist logisch, man will ein Tor verhindern. Ja, dann macht man halt die Bewegung. Ich habe es nicht gesehen, aber vom Gefühl her war es meiner Meinung nach ein Elfmeter. SC Starken gegen Tennis Borussia Berlin. Fußballherz, was willst du mehr? Der Tabellenachte der NOHV Oberliga Nord erwartet den Tabellenführer Tennis Borussia Berlin. Beide Trainer kennen und schätzen sich. Dennis Gutrieb begrüßt Jeffrey Seid. Lila-Weiß von links nach rechts, gleich fokussiert. Metaller Sennur auf Steinpilz, wieder Sennur. Und dann rückt Bacic aus dem Rückraum an, 1:0. Du kommst hier als Landesligaspieler zum Oberligisten, wirst gleich Stammspieler, schießt gleich Tore, gibt's doch gar nicht, oder? Naja, es gibt schon, man sieht das ja bei mir. Aber es ist einfach so, wenn man in so einer überragenden Mannschaft ist, mit so einem super Trainerteam, so eine Unterstützung mit den Fans und dem Verein, dann ist das einfach. Die haben mich sehr gut aufgenommen und ich freue mich einfach, ein Teil des Teams zu sein. Drittes Rückrundenspiel, drittes Tor, was für eine Quote für den 28-jährigen Neuzugang. Er ist es auch, der das nächste Highlight einleitet. Schmunk auf Steinpilz, 2:0 für Tennis Borussia Berlin. Es sind erst 23 Minuten am kurzen Weg in Starken gespielt. Das 20-jährige Stürmertalent aus der eigenen TB-Jugend sorgt fast schon für eine Vorentscheidung. Doch was ist mit dem SC Starken los? Normalerweise sind die gegen TB richtig motiviert, kommen durch Krumno zu ihrer ersten zarten Möglichkeit. TB sofort wieder im Angriffsmodus, langer Ball auf die fahrige Starkener Defensive. Das nutzt Rifat Gelici aus und es rappelt wieder in der Kiste der Blau-Weißen. 3:0. 10 Minuten vor der Halbzeitpause sorgt der 28-Jährige mit seinem 7. Saisontreffer schon fast für die Entscheidung am kurzen Weg. 4 Jahre ist es her, da gelang dem SC Starken der letzte Dreier über Tennis Borussia Berlin. Den Halbzeitgesichtern der blau-weißen Fans war auch nicht zu entnehmen, dass sich das an diesem Tag ändern würde. Wie von der Tarantel gestochen, kommen die Starkner plötzlich aus der Kabine. Marcel Bremer ist da. Es sind erst 3 Minuten im zweiten Abschnitt gespielt. Leitet der 21-Jährige mit Saisontreffer Nummer 5 die Wende in diesem so einseitig geführten Spiel ein. Ein klares Ja, die Spandauer jetzt bissiger, galliger, konzentrierter und spielerisch besser. Krumno mit der Flanke, der Ball kommt zu Hurtig. Und was ist denn hier los? 58. Spielminute, nur noch 2:3 im Sportpark Starken. Geht hier wirklich noch was für den Tabellenachten gegen den Spitzenreiter? Der 19-Jährige knipst zum ersten Mal in der Oberliga mit 4 Einsätzen, einer der Talente von Jeffrey Seid. Starken setzt zum Ende des Spiels alles auf eine Karte, dann ist Ertuğrul Aktaş, der TB-Keeper, rettet in höchster Not. Ein Offensivsturm fegt mittlerweile auf das lila-weiße Gehäuse zu, Angriff über Angriff. Dann ist es Lampard, der auf Hurtig passt. Und Sefa Karaman soll den Ball mit dem Arm blockiert haben. Die Szene hatten wir eingangs des Spieles gesehen. Dann war Schluss. Felix Lang, der Schiedsrichter, beendet dieses dramatische Fußballspiel. Am Ende setzen sich die Veilchen aber doch mit 3:2 durch. Woran lag es, dass es doch so knapp noch wurde? Da fragt man sich ja immer, woran es lag. Nein, Spaß beiseite. Wir haben einfach in der zweiten Halbzeit weniger agiert. Haben die mehr das Spiel machen lassen. Zum Schluss mussten wir eigentlich dort schon die 100%igen Dinge reinmachen. Und dann gehen wir als klarer Sieger hier raus. Aber das Wichtigste ist, wir haben die 3 Punkte.
sind Spitzenreiter und wir konzentrieren uns jetzt auf das nächste Spiel. Jeffrey, was hast du mit den Jungs in der Kabine gemacht? Ja, was habe ich mit denen gemacht? Ich habe sie, hört sich jetzt blöd an, aber für die erste Halbzeit an sich gelobt. Ja, es steht zwar 0-3 oder 3-0 für den Gegner, aber ich fand, wir haben von der Intensität her, das, was wir uns vorgenommen hatten, ja, den Gegner früh zu attackieren, aggressiv zu sein, das haben wir getan. Die Fehlerquelle war einfach zu hoch bei den ersten drei Gegentoren. Zu einfach hergeschenkt. Ja, einmal es ist ein Fehler beim 1-0, wo wir nicht anständig verschieben, zu spät verschieben, in der Mitte die Zuteilung dann nicht da ist. Kann man meiner Meinung nach verhindern, wenn man das besser verteidigt. Hätte mir vorm Spiel jemand gesagt, wir gewinnen hier einen starken 3-2, hätte ich es blind unterschrieben, weil wie gesagt, man gewinnt hier nicht so einfach. Und Kompliment auch an die Starkener auf dem Platz, wie sie es gemacht haben, haben aufopferungsvoll gekämpft, haben daran geglaubt, dass sie noch was schaffen können. 3 Spiele in der Oberliga, keins gewonnen. Hast du ein bisschen Angst, dass ihr noch unten reinrutschen könntet? Nö, habe ich nicht. Wir haben noch genügend Spiele und ich bin davon fest überzeugt, dass wir unsere Spiele gewinnen.